So, weiter herzlich, Korbel kommt zurück zu SpongeBob. Wir machen heute weiter und sind immer noch in den Quallenfeldern. So, jetzt haben wir die erstmal weg, die drei hier. Natürlich sind wir. Genau meine Größe. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Jautsch! Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück. So, geh doch mal auch weg. Aber zumindest haben wir die Roboter weg. Zumindest die hier. Dinger gehen mir manchmal ein bisschen auf den Senkel. Ich bin bereit. Ist die Maschine weg? Nö, natürlich noch nicht. Erstmal schön in Deutsch sprechen, das ist immer eine gute Idee. Weg. So, ist mal weg. So, das heißt, ich muss da hoch wahrscheinlich noch mal. So, jetzt fährt euch mal kurz den hier weg. So. Wahrscheinlich müssen wir da irgendwo in die Richtung und dann noch da ganz hinten. So ist zumindest mal der Gedanke hinter dem ganzen Gedönse. Ach, du großer Schinken. Den habe ich verstanden. Fällt mir gerade einfach rein, warum springe ich die ganze Zeit auf die Jungs drauf? Ich kann die auch so weghauen. Autsch! Klappe. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Wo kommen die denn überhaupt her die ganze Zeit? Ich meine, von irgendeiner Maschine, klar. Aber von welcher? Ich muss jetzt mal gerade gucken, wo ich hin muss. Da hoch. Erklärt, warum die auch da hinkommt. Ich lerne bei diesem Spiel gerne noch dazu. Schenke öffnen ist klasse. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. So. Schalter, hier drückt. So, dann haben wir das auch zumindest mal. Jetzt müssen wir, glaube ich, da runter, oder? Darüber, darunter? Ja, da ist Patrick. Hey, SpongeBob! Hallo, Patrick! Puh, ein Glück bist du in Sicherheit, Patrick. Ja, natürlich, SpongeBob. Warum sollte ich es nicht sein?
Naja, die Roboter und die... Ach ja, das hier habe ich für dich gefunden. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber es sieht wichtig aus. Danke, Patrick. Ich sag dir was, diese Herumrennerei hat mich total erschöpft. Warum machst du nicht ein bisschen weiter? Okay. Klasse, okay. Oh, Junge, Junge, Junge! Ich hab einen Wonnenwender und wir spielen jetzt mit Patrick! Strahlend weiß! Das ist eine Wurffrucht. Warte, gerne Wurffrucht aufnehmen und werfen und drücke Kreis, um eine Wurffrucht aufzunehmen und ihr näher liegt und drücke mal die Taste erneut, um die Frucht zu werfen. Mit Wurffrucht kannst du Schalter drücken, Tickets zerstören oder Roboter beschädigen. Dann machen wir das doch mal. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Schalter. Schöner lesen. Ich kann auch Tickets aufnehmen und werfen, aber nur Tickets, auf denen keine anderen Tickets stehen. Also diese Einzeldinger hier quasi, mehr oder weniger. Guck mal. Tschüss. Aufnehmen. Wie kann ich das denn werfen? Also ich muss ja... Kann ich den Typen aufnehmen? Nee, kann ich nicht. Oh, Geschenke aus Holz! Haha, ich hatte fast soweit. Ich hatte es ja fast soweit, liebe Leute. Ja, wir sehen schon ein bisschen weiter an diesem ganzen Quallenfeller. Ich will den gerne mal... Ich will halt gerne irgendwie schaffen. Ich hab den bestimmt verpasst. Ich kenn mich doch. Okay, das ist ja das. Okay, wir nehmen den Charakter und werden wieder auf SpongeBob. Da, wo wir ja sowieso schon die ganze Zeit waren. Ah, ich kann nur Patrick nehmen. Okay. Dann wechseln wir wieder auf Patrick. Weil der kann Wurffrucht machen. Und dann kann man immer der an dieser Bushaltestelle tatsächlich... Toll, super, hat sich ja voll gelohnt gerade. Warte mal. Gott, offen, sehr schön. Das war der Gedanke dahinter. Wie viele davon muss ich denn tragen? Ein weiterer Checkpoint. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Autsch! Der Fels spricht mit mir. Oh, mächtiger Fels, ich stehe dir zu Diensten! Filmer. Genau. Hier unten, du großer rosa Seeochse! Ah, hallo Plankton. Wirst du mich heute pulverisieren?
Die Versuchung ist groß. Leider... Ich war gestern auch in einer beklagenswerten Position. Und jetzt tut mein Nacken weh. Hör meine Worte, mein großer künftiger Handlanger. Geh in die Qualmhöhle. Folge den Anweisungen auf den Schildern dort. Am Ende der Höhle wirst du immer noch ein großer rosa Idiot sein. Aber du wirst genug wissen, um die Roboter zu besiegen und mich wieder zum Abfalleimer bringen zu können. Und dann pulverisierst du mich? Vielleicht verschone ich dein Leben und zwinge dich zur Arbeit in meinem Ausbeuterbetrieb, wo du billige Portemonnaie-Imitate herstellen musst. Oh, vielen Dank! Ja, wundert mich, dass wir halt noch nicht unter... Hey, meinem Rücken geht es viel besser. Oh, eine unheimliche dunkle Höhle. Autsch! 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 Es hat sich ja voll gelohnt. Aber wo gehen wir jetzt zu den komischen Quallen? Ernsthaft, ich muss jetzt hier nochmal alles neu machen, oder? Ich war kein Checkpoint und so. Autsch! Schon viel besser. Lass mal jetzt gerade mal so ein bisschen in Ruhe. Wir nehmen jetzt mit, wir haben 2100... Haben wir denn den Schalter dafür? Hier. Blub. Das war der erste. Und das war der zweite. War geil. Gut, das können wir direkt mit Spawn machen. Machen wir aber nicht. Checkpoint, Charlie. So. Ich warte noch, bis die hier weg sind. Ja, komm. Ja, gut, gut, gut. Jetzt können wir einen Moment warten. Eieiei. Gut gehabt. Jetzt war da hin. In jedem steckt ein Geschenk! Juhu! Los geht's! So, die Frage ist... Ist der noch richtig hier überhaupt? Nur so nebenbei gerade. So, was ist denn hier was machen? Party kann die Wurst spricht. Ah! Okay. Gut zu wissen. Ich spring mal nochmal eine Wurffrucht. Werfe die da hin. Socke von mir. Gute Güte, noch einer! Ich komme nicht weiter, ne? Jetzt weiter.
Hilfe. warte. Ich muss jetzt gerade mal gucken, dass ich das da hinwerfe. Ja, ich kann das. Ich würde da gerne hochspringen. Hey, wie kann ich nicht hoch? Nimm mal mit. Meine. Wieso rum darfst du? Ah, warum nicht? Will ich irgendwas werfen? Auf irgendwas? Wieso kriege ich denn nicht hin? Ich will einfach mal. Oh, wieso kann ich nicht. Warum zur Hölle? Wieso hältst du dich da? Wieso gehst du da nicht an? Lieber Patrick. Warte mal, muss ich die zwei aufeinander werfen? Natürlich. Autsch! So glänzend! Autsch! Ich finde nicht, dass SpongeBob Unterwäsche richtig passt. Autsch! Warum darf ich die nicht? Ich rumspringe ein bisschen? Bekommen wir jetzt ein Eis? Ernsthaft? Ich muss jetzt komplett nochmal neu anfangen, oder was? Super. Achso, ja, warte mal. Macht natürlich total Sinn, dass ich jetzt einen kleinen Moment warten muss, bis der da fertig ist. Weil ich muss ja zwei aufeinander legen. Genau, spring am besten nicht aufeinander. Das ist drauf, das ist ja am besten sinnvoll. Ich weiß, das ist echt so ein weiter Weg bis zum Quallenkönig? Ich schaffe das in einer halben Stunde. Ich kann sagen, ich mich aber übelst verzettelt habe gerade. Schön, dass du genau dann in dem Moment da oben springst. Irgendwie passt gerade Patrick zu mir, ich stelle mich gerade bestimmt dämlich an, ey. Ah, wieso komme ich da nicht hoch?
Was stellt der sich denn da so dämlich gerade an? Jetzt. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Ja, wenn er nicht so schnell weggehen würde. Ich hab bestimmt irgendeinen scheiß Fehler drin gehabt in dem. Nee, das ist nicht wahr. Also, ist das echt so krass viel? Mann. Ja, stell dich nicht da drauf. Oh, das ist nicht nur einer. Kann doch nicht sein, dass es nur einer ist und ich da mich gerade so ein bisschen antue. Okay. Oh Mann, wenn du dann in dem Moment weggehst. Ich stell mich da gerade echt ein bisschen blöder an. So, jetzt so. Oh, Geschenke aus Holz! Autsch! Autsch! Strahlenbeiß! Autsch! Schon viel besser! So, jetzt habe ich zumindest mal Gott sei Dank einen Checkpoint. Ich finde nicht, dass SpongeBob Unterwäsche richtig passt. Ja, Autsch! Strahlenbeiß! So hell, so glänzend. So, jetzt muss ich gucken. Jetzt hoffe ich, dass ich dann tatsächlich irgendwann mal zum Quallensee komme. Um den Quallenkönig zu besiegen. Ahoi! Thaddeus hat mir gesagt, dass du den Quallenkönig suchst. Ist zumindest der Plan dahinter. Ja. Gute Sache das. Dieses Monster hat alle meine guten Kunden in ihre Achterdecks gestochen. Angeblich ist er auf dem alten Göffelberg zu finden. Los, schnapp dir die Bestie, Matrose. Ach du liebe Güte, Mr. Krabs. Ich schaue, was ich tun kann. So. Hallo. Eine neue Spezies Roboter mit irgendwas für sich. Hallo Patrick, ich habe eine Aufgabe für dich. Du auch noch, oder was? Oh, klasse. Ich habe einen goldenen Pfannenwender gefunden, aber die Roboter auf der Insel haben ihn gestohlen und in den See geworfen. Könntest du ihn vielleicht zurückholen? Nein. Klare Sache, Mrs. Puff. Aber versuchen wir das doch mal. Du misst es ja eh.
So, die Frage ist, wie kriegen wir es hin? Das heißt, wo müssen wir überhaupt hin? Schon viel besser. Wahrscheinlich da lang. Wir machen das etwas anders. Wir nehmen jetzt mal die Wagen und dann muss halt hier jetzt keine. Das heißt, wir können hier den Charakter wechseln. Und machen mal wieder ein bisschen was mit SpongeBob. Es glänzt. Autsch! Genau meine Größe! Bang! Autsch! So, zu Gott sei Dank haben wir das jetzt auch erledigt. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm! Hi, Checkpoint! Autsch! Nennt mich auch Schwamminator. Da, bist du tot? Was sind das für Viecher, ey? Das ist einfach Checkpoint. Da kannst du ja nicht alles nochmal neu machen. Tartar-Soße. Wie schrecklich. Autsch. Autsch. Ach, du großer Schinken. Den habe ich verstanden. Oh, und jetzt eine neue Unterbox. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Gut, jetzt Checkpoint. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass wir gerade nicht alles auf die Socken kriegen. Autsch! Aha, wird dann einmal gerade ein Checkpoint freigeschaltet. Gott sei Dank haben wir gerade ein Checkpoint freigeschaltet. Autsch! Oh, diese Kleidinger! Das Problem, wenn ich die immer wieder neu machen muss, dann, den Teil. ...998... ...999... ...1000! Bereit oder nicht, ich komme! So, den haben wir. Der ist gerade, ja, wie gesagt, der Weg zum Quallenkönig. Zum Weinkönig wollte ich gerade sagen. Zum Quallenkönig ist natürlich gerade ein bisschen was weiter. Tartar-Soße. Wie schrecklich! Oh,
Warte, was? Sag mal hier. Steintiki. Mit normalen Moves kann er nicht zerstören, weil die Hölle von Donner-Tikis in die Luft gejagt werden, okay? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Gut, dann gab es Gott sei Dank eine Unterhose dazu. Jetzt war nochmal eine Unterhose. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Autsch! Bitte was? Die hat mich da runtergeschossen! Dich muss ich noch killen da, mein Freund. Also. Es glänzt. Also. Autsch! Sollen wir die einfach mal gerade in Ruhe lassen? Ja, ne? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Autsch! Autsch! Ernsthaft! Das ist doch nicht wahr, oder? Ey, sobald ich da irgendwie nur in die Nähe von dem Ding komme, drei Stück direkt drauf ist, was ich da machen will. Ja, wenn ich mich da hinten in die Ecke setze, dann sitze ich da schon wieder dran an dem Ding. Nimm das! Kakao-Sauce! Wie schrecklich! So, wie gesagt. Puh. Geschenke öffnen ist klasse. So. Gut. Ach du großer Schinken. Den hab ich verstanden. Jaut! Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ja. Wir haben eh mehr als genug. Ich hätte mal wieder einen Checkpoint gerne. Oh, ein Meister. Geh weg. Diese Scheißdinger zerstören, bevor hier noch mehr kommen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Tschüss. Mal durchatmen gerade. Kleinen Moment. Da sind wir noch mehr. Jetzt wird dann haben wir wieder einen Checkpoint. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Hier außen hoch. Katze! Der hat gesessen. Jaut! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Katze. So. Hat sich schon mal gelohnt wieder? So. Wir sind wahrscheinlich kein Spongebob, wenn du springst. Spring an die Seitenwand und drücke X, um neu zu springen. Ach, hier. Okay. Was
Komm raus. Cool. Oh, Tatarsoße. Geh mal weg. Jetzt haben wir noch den Kollegen da vorne. Und das ist ein weiterer Pfannenwender. Und den haben wir. Ist das hier für... Ist das Puff oder was? Was ist das? King Jellyfish. Ja, dann machen wir das doch. Jawohl. Jetzt ist der König dran, oder was?